Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, normalerweise müsste ich jetzt sagen, 2014 Haushaltsausgleich, 2015 erfolgreich abgeschlossen, 2016 erfolgreich abgeschlossen, 2017 die schwarze Null, im Finanzplanungszeitraum bis 2020 die schwarze Null. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, da können wir uns alle zusammen ein Loch im Bauch freuen, weil das also, glaube ich, kein Finanzminister in der jüngeren und auch etwas längeren Geschichte irgendwo erreicht hat. Und normalerweise würde ich jetzt auch sagen, das haben wir erreicht, ohne dass wir die Steuern erhöht haben, ohne dass wir neue Steuern, die Grünen haben ja gerade ein Bekenntnis dafür abgegeben, eingeführt haben. Wir haben das erreicht dadurch, dass wir, ohne dass wir an den Investitionen gekürzt haben, im Gegenteil, wir haben mehr investiert. Wir haben mehr Geld für Forschung ausgegeben. Wir haben 120, 150, 170 Milliarden, je wie man es rechnet, Geld gegeben für die Kommunen und für die Länder. Wir haben wichtige Herausforderungen mit dem Geld gemeistert, wie beispielsweise die Integration und die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten. Das müsste ich jetzt normalerweise sagen. Und normalerweise müsste ich dann jetzt auch mahnend den Finger erheben und müsste sagen, und all diejenigen, die meinen, dass da jetzt genügend Geld da ist, denen sage ich, dass das Ganze nur aufgrund einer guten wirtschaftlichen Entwicklung funktioniert und dass diese wirtschaftliche Entwicklung morgen vorbei sein kann. Und wenn diese Entwicklung vorbei ist, dass wir dann dreifach bestraft werden als Bundeshaushalt. Wir kriegen weniger Steuereinnahmen, wir müssen mehr in die Sozialversicherungssysteme reintun und wir müssen auch Geld ausgeben, um die Konjunktur wieder anzuheizen. Und normalerweise müsste ich jetzt deswegen auch sagen, meine Damen und Herren, es gibt noch andere Herausforderungen. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Migration, der demografische Wandel in den Sozialversicherungssystemen. Und all das, meine Damen und Herren, sollte uns Anlass geben, vorsichtig zu sein und behutsam und verantwortungsvoll mit diesem Haushalt umzugehen. Und deswegen müsste ich jetzt normalerweise sagen, liebe Fachpolitiker, tut uns Haushältern bitte einen Gefallen und kommt jetzt nicht noch mit irgendwelchen Sonderwünschen und sagt, das Geld ist doch da und das ist jetzt wichtig. Kommt vielleicht mal und sagt, die und die Ausgabe ist nicht mehr notwendig, ist ein Mechanismus, der irgendwie uns fremd geworden ist. Und normalerweise müsste ich jetzt auch sagen, dass es natürlich so ist, dass die gute Situation, die wir haben, sich auch auf den Steuerzahler niederschlagen wird durch höhere Freibeträge, Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, durch die Bekämpfung der kalten Progression, aber auch dadurch, meine Damen und Herren, dass wir dringend in der nächsten Legislaturperiode spätestens damit beginnen müssen, den Solidaritätszuschlag abzuschmelzen. Meine Damen und Herren, das müsste ich jetzt normalerweise alles sagen. Aber normalerweise ist momentan nicht die Zeit. Denn was wir momentan erleben, ist, dass Sachargumente und dass eine sachliche Diskussion eigentlich in der politischen Debatte nicht mehr stattfindet. Und ein besonders beeindruckendes Beispiel hat Frau Lötsch geliefert. Frau Lötsch, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn diese Menschen von der rechten Seite ins Parlament reinkommen, dann setzen wir sie genau dahin, weil das, was sie eben geboten haben, an Aufhetzung, an Angst machen, das macht der AfD alle Ehre. So, meine Damen und Herren, wie gehen wir denn damit um, mit dieser Situation, dass wir keine Sachdiskussion mehr führen und dass alles emotional ist? Wir könnten jetzt hergehen und könnten darauf hinweisen, was alles erreicht worden ist. Erreicht worden ist im demokratischen Konsens von dieser großen Koalition, auch von der Koalition vorher, wo die Grünen mit dabei waren. Wir könnten sagen, Deutschland steht so gut da wie nie, nicht nur in der Beschäftigungssituation, nicht nur in der Situation, dass wir höhere Renten zahlen, nicht nur in der Situation, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt worden ist durch umstrittene Maßnahmen, zugegebenerweise wie Mindestlohn, wie Rentenpakete. Das könnte man eigentlich jetzt sagen, aber das wird, meine Damen und Herren, wahrscheinlich nicht mehr ziehen. Man könnte jetzt auch sagen, dass Deutschland eine Position in der Welt hat wie nie, dass bei allen Konflikten in dieser Welt wir diejenigen sind, unser Bundesaußenminister, unsere Bundeskanzlerin, die gefragt werden, wie können wir diese Konflikte lösen, ob das in der Ukraine ist, ob das im Mittleren Osten ist oder in Afrika. Die Welt hört auf unseren Rat und die Welt braucht unseren Rat und die Welt braucht unsere Vermittlung. Das ist eigentlich toll und der Bundesfinanzminister hat es gerade auch angedeutet. Wir leben eigentlich in den glücklichsten Jahren unserer Geschichte. Und wir werden irgendwann mal, wenn wir von der Geschichte beurteilt werden, gefragt werden, was haben wir daraus gemacht? Was haben wir daraus gemacht? Und dementsprechend sollten wir diese Haushaltsberatungen dazu nutzen, um aufzuzeigen, was wir machen. Und ich glaube, im Bundeshaushalt, meine Damen und Herren, sind Dinge drin, die sehr, sehr zukunftsweisend sind. Und wir können jedes Ministerium hier durchgehen. Wir können das Wirtschaftsministerium nehmen, was versucht hat, den Bekämpfung des Klimawandels in einem vernünftigen Rahmen hineinzubringen, was viel Energie da rein investiert hat, damit wir wirtschaftliche Notwendigkeiten und Klimanotwendigkeiten, was ganz wichtige Fragen sind, zusammenbringen. Wir können das Außenministerium nehmen, was viel, viel Geld ausgibt für Krisenprävention,
Frank-Walter Steinmeier ist überall auf der Welt unterwegs und versucht auch Krisen in Libyen und sonst wo einzudämmen, damit wir besser dastehen, damit die Menschen nicht mehr zu uns kommen. Wir können das Innenministerium nehmen. Wir können die Mittel nehmen, die wir nicht nur für innere Sicherheit ausgeben, nicht nur für Integration ausgeben, sondern die zukunftsgerichteten Geschichten, die wir zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung machen. Unser Verkehrsminister ist momentan nicht da, weil er Förderbescheide übergibt. Förderbescheide im Bereich Digitalisierung und Breitbandausbau, das ist ein Schwerpunkt unserer Politik. Das ist eine Geschichte, die ist gut, und da profitieren wir alle von in unseren Wahlkreisen, genauso wie wir zusammen, meine Damen und Herren, einen Bundesverkehrswegeplan aufgestellt haben, wo Verkehrsprojekte drinstehen, die auch finanziert sind, von denen unsere Kolleginnen und Kollegen 30, 40 Jahre geträumt haben, dass sie überhaupt irgendwie umgesetzt werden können. Wir können uns auch darüber unterhalten, wenn ich zum Finanzminister weitergehe. Wie viel Geld haben wir den Kommunen in die Hand gegeben, damit dort wichtige Aufgaben erfüllt werden können, damit dort in Gebäude für Bildung investiert werden kann, damit in Infrastruktur investiert werden kann? Wir können zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales gehen, und auch da sind die Konzepte da. Was machen wir mit den Langzeitarbeitslosen, die wir trotz guter Beschäftigungssituation noch haben? Wir gehen doch diese Probleme an. Wir machen doch was in der Zukunft. Wir können in die Landwirtschaft weiter reingehen. Wir packen die Themen doch an, die wir haben, ob das nun Tierwohl, gesunde Ernährung oder auch Restrukturierung der Landwirtschaft ist. Schauen wir zum Verteidigungsministerium. Auch da gehen wir auf Zukunftsfragen zu. Wir machen Folgendes. Wir stellen uns mit unserer Bundeswehr dem 21. Jahrhundert, ob das jetzt nun irgendwie Cyberkrieg oder andere Geschichten sind. Wir können die ganze Sache durch alle Ministerien weiter durchführen. Wir stehen für Innovation. Wir haben im Haushalt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung die beste Innovations- und Forschungspolitik, die diese Republik je gehabt hat. Die Welt beneidet uns um unsere Spitzenforschungsinstitute. Wir haben Exzellenzinitiativen gestartet. Forscherteams kommen wieder nach Deutschland zurück. Der Bundeswirtschaftsminister legt Fazilitäten auf, damit diese Forschungsergebnisse auch in Wachstumsunternehmen benutzt werden können, damit Wachstum entstehen kann in dieser Republik. Auch das ist eine Geschichte, die in diesem Land läuft. Und meine Damen und Herren, ich glaube mal, das große Versprechen der Populisten, die wir innerhalb und außerhalb der Parlamente haben, ist, die Zukunft, die ist bedrohlich. Und das nehmen wir auch wahr, dass die Menschen das so wahrnehmen. Und wir bringen euch die Vergangenheit zurück. Und auf diesen Algorithmus sollten wir nicht reinfallen, weil wir können die Vergangenheit nicht zurückbringen. Meine Damen und Herren, gute Politik muss sein, den Menschen die Wahrheit zu sagen, wie die Welt aussieht, und Konzepte anzubieten, wie wir positiv diese Wahrheit auch entsprechend für die Menschen umsetzen. Und das ist die Sache, die wir in diesen Haushaltsberatungen machen müssen. Lassen Sie uns weniger über einzelne Zahlen reden und über Einzelposten reden. Lassen Sie uns Lust auf Zukunft machen. Lassen Sie uns anhand jedem Einzelplan zeigen, dass wir die Zukunft gestalten wollen, dass wir nach vorne schauen und dass wir auch Antworten haben für die Menschen. Lassen Sie uns aber auch sagen, dass diese Antworten nicht schnell kommen, dass es manchmal ein dickes Brett ist, was wir bohren müssen. Aber wenn wir nicht die Geschichte der Zukunft dieses Landes erzählen, wenn wir nicht die Geschichte erzählen, wo wir hinwollen, sondern uns in Nörgeln, in Aufhetzen und in ähnlichen Sachen erstrecken, dann werden wir keine Zukunft in diesem Land haben. Und genau dann wird die Geschichte uns so beurteilen, dass sie sagt, was habt ihr aus diesen glücklichsten Jahren gemacht? Ihr habt immer nur versucht, den Status quo zu erhalten. Ihr habt versucht, die Vergangenheit wiederherzustellen. Aber ihr habt euch nicht der Zukunft zugewandt. Und letzte Bemerkung vielleicht noch mal folgende. Uns geht es gut, das ist mehrfach gesagt worden. Und wenn Sie mal alle Menschen nehmen, die je auf dieser Welt gelebt haben, und alle Menschen, die momentan auf dieser Welt leben, dann ist es wie ein Lottogewinn, dass man heute in Deutschland leben darf. Es ist wie ein Lottogewinn, dass man heute in Deutschland leben darf. Es geht Einzelnen schlecht, das ist überhaupt keine Frage, Herr Bartsch, aber im Schnitt, im großen Schnitt, geht es uns gut wie nie. Und wir haben tolle Beschäftigungszahlen, wir haben Sozialversicherungssysteme, die immer noch gut funktionieren, wir haben eine medizinische Versorgung für die breite Masse, die seinesgleichen sucht. Wir haben eine längere Lebenserwartung, und wir haben vor allen Dingen eins, auch im Schnitt, Herr Bartsch, Einzelfälle gibt es immer, die dagegen sprechen. Wir haben ein soziales Miteinander in diesem Land, Herr Schneider, Stichwort Soziales. Wir haben ein soziales Miteinander in diesem Land, wo wir solidarisch mit den Schwachen sind, wo wir achtsam miteinander umgehen. Und ich frage Sie alle, wann hat es das je in der Weltgeschichte hier auf deutschem Boden gegeben? Und ich frage Sie auch, in welchem Land ist das besser? Und ich habe nur eine Bitte, dass wir bei all der aufgeheizten Diskussion, die wir momentan haben, uns vielleicht mal 5 Minuten Zeit nehmen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Und vielleicht können wir das auch in der Haushaltsdebatte ein bisschen klar machen. Dankeschön.
Zu einer Kurzintervention hält die Kollegin Sitte das Wort.